So, willkommen zu Part 3 der Bioshock-Kollektion. Heute stelle ich euch Bioshock Infinity vor. Vorsicht, das Spiel macht süchtig. Denkt daran, diesen Monat ist es im Play Store frei verfügbar für euch. Schaut einfach mal rein, es wird sich auf jeden Fall lohnen für euch. Und ich wollte euch jetzt einfach mal mit auf die Reise nehmen und mal so einen kleinen Schnupperkurs geben. Wie gesagt, es wird sich auf jeden Fall für euch lohnen, das Spiel herunterzuladen. Und passt auf, das Spiel macht sehr schnell süchtig. Das heißt, ich habe beim letzten Part schon gesagt, die Story haut einen um. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein, aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Was ist das? Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Ruder. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hier wären wir. So, sind wir auch schon mitten im Spiel. Er bewegt sich nicht. Das kommt schon. Immer noch sagen, die Grafik haut einen einfach um oder so. Dafür, dass das Spiel schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist ja drinnen jemand. Und hier auch wieder, denkt daran, immer fleißig sammeln. Erzähle ich jetzt mal nichts Neues. Aber immer schön umgucken. Irgendwo könnte noch was rumfliegen. Ich glaube, hier um die Ecke war, glaube ich, noch was. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, welchen Teil ihr am besten fand, wenn ihr das schon durchgespielt habt. Ich glaube, sie erwarten mich. Viel Glück damit, Kumpel. Ist jemand da? Hallo? Oh, da ist es weiter eingelassen. Ein Land. Ups. Scheiße. Gut. Ich glaube, der hat nicht mehr viel zu sagen.
und gerade am Anfang vom Spiel gesehen habt, hat er ja die Box geöffnet. Kleiner Tipp, merkt euch die Reihenfolge davon. Moment mal, diese Karte. Ja, man soll ja nicht auf fremde Stühle sich hinsetzen. Okay, ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. So, und jetzt? Mach dich bereit, Pilger. Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das ist nichts Gutes. Nein, 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 verdammt! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Aufstieg! Okay, Bocker, ganz ruhig bleiben. 5.000 Fuß. 10.000 Fuß. 15.000 Fuß. Halleluja! Was? Ihr seht auch schon, dass wir eine ganz andere Welt betreten wie in Bioshock 1 oder 2. Ihr seid ja nicht blind. Und muss sagen, haben sie unheimlich gut hingekommen. Diesen Wechsel zwischen, ne, jetzt waren wir unter dem Meer, die ersten beiden Teile, und jetzt sind wir in der Wolkenstadt. Von dem guten Herrn, den wir jetzt gerade hier sehen. Immer noch begeistert von der Grafik und von der Stimmung vom Spiel, auch wenn ich das Spiel jetzt schon gefühlte 6 oder 7 Mal schon durchgespielt habe, finde ich es immer noch geil gemacht, einer der geilsten Momente überhaupt. Money, money, money.
Ich glaube, mich jetzt nochmal zu entsinnen. Bei diesem Spiel gibt es, glaube ich, keine Audiobooks. Dafür habt ihr aber was anderes in dem Spiel. Kommen wir vielleicht gleich noch zu, wenn wir es heute noch schaffen sollten. Entschuldigung, wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Doch, die gibt's doch noch. Entschuldigung. Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder... Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Gäbe es keine Sünde? Wozu bräuchte man Vergebung? Entschuldigung, habe ich mich ganz stark gerade vertan. Gibt's doch, aber hier gibt es, wie gesagt, noch eine Besonderheit. Kommen wir auch, wie gesagt, später zu. Aber jetzt. Ein bisschen Teebecken. Oh, guck mal, wie der aussieht. Guck mal. Der sieht aus wie von Star Trek, der, ne? Und jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns, angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn? Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt? Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Hey! Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Er möge wiedergeboren werden im Fluss Columbias. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Sehr nett. Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Kleiner Flashback. Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Ich muss mir einen markanten Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Vater Franklin erhielt einen goldenen Schlüssel. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf dass sie die Luft umso mehr lieben. Ein Kolibri. Oh, die lasse ich bitte drüber. Der du den Delaware überquertest, mit flammendem Schwert, beim Schwert und der Rolle. Ja, die sind hier alle geläutert. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Also gut, ich muss das Mädchen finden. Stadtpark dockt nur zwischen 9 und 10 Uhr morgens an. Da gibt's einen Wasserfall und alles. Ach, hab ihn verpasst. Morgen? Freut mich sehr. Da lässt sich bestimmt was arrangieren. Schön alles auffressen und nicht bezahlen. Und alles morgen. Alle Altersgruppen.
Vermögen gibt's nicht für einen Liberty Scout. Da zählen keine Wünsche. Ich sag dir, Salton Stall ist der Richtige. Der ist für Glaube, Familie und Vaterland. Wer kann da schon dagegen sein? Verdammt. Engagieren Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere. Launisch. Und der Erzengel offenbarte mir eine Vision. Eine Stadt, leichter als Luft. Ich fragte ihn, warum zeigst du mir das, Erzengel? Ich bin kein starker Mensch. Ich bin kein aufrechter Mensch. Ich bin kein Heiliger. Er aber sprach jene wunderlichen Worte zu mir. Du hast recht, Prophet. Doch wenn einer wie du Gnade erfahren kann, wie kommt es, dass niemand sonst sie in sich findet? Ja, jetzt muss man natürlich erstmal noch gucken, dass man die Geschichte so ein bisschen herausklamüsert. Wir werden ja in eine Geschichte hier reingeschmissen, die wir noch nicht so recht verstehen. Aber trotzdem die Stimmung hier in dem Spiel, die ist echt. Schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Wolkenloser Himmel, milde Temperaturen bei leichtem Wind aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Kurz und... Ruhe her. Bitte sehr. Und dann werden wir auch schon, was ich eigentlich meinte. Kinetoskop benutzen. Kriegt ihr immer noch so ein bisschen von der Stadt eine Story erzählt. In alter Manier, schwarz-weiß. Dafür gibt es danach auch einen Eintrag, wenn ihr wirklich alle habt. Passt ein bisschen so in die Stimmung rein. Und versetzt uns natürlich dann in die Zeit zurück. Zum Anstecken? Wir sammeln für die Patriotische Mädchenliga. Ein Mensch steigt ins Taufwasser. Als anderer Mensch entsteigt er ihm, wiedergeboren. Aber wer ist dieser Mann, der da untergetaucht ist? Vielleicht ist er Sünder und Heiliger in einem, bis ihn die Menschheit wieder erblickt. Schnick, schnack, schnuck. Bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Ich will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Ah, hier finde ich Sie, haben Sie gesagt. Telegramm für Sie. Telegramm für Sie, Sir. Der Witz, Stop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Lutess. Was zum...
Und die beiden werden uns auf jeden Fall noch ein bisschen die Zeit vertreiben. Guten Tag, mein Freund. Hallo. Dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann, würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch... Hallo, mein Freund. ...schweren Hengst einfach hochheben kann, würdet ihr das glauben? Nun, Freunde, ich sage euch, das wo sind bleibt Matthew? Keine ich weiß nicht, was er an der findet. Das sind keine armen Märchen. Nein, Herrschaften, ich spreche von Kräften, produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten, und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Mhm. Wenn ich sagen würde, dass junger ein Mann, Mensch, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft bockender Bronco. Finden Sie den Teufel, Sir, und treiben Sie ihn aus. Haben Sie das Zeug dazu? Sind wir ja auf dem Jahrmarkt und können so ein bisschen die Fälligkeiten. Und da ist Teufel Nummer 1. Teufel Nummer 2. Jetzt hat er einen Lauf. Und Nummer 3. Wir haben einen Gewinner. Ja, mein Freund, denken Sie daran, soll etwas gehoben, gelüft, geworfen oder umgestürzt werden? Bockender Bronco ist die Lösung. Haben wir auch ein bisschen Gold geholt. Wie gesagt, jetzt lernen wir hier so ein bisschen die Fähigkeiten kennen. Das Pack rennt herum, verbreitet Lügen und sät Zwietracht. Guter Mann, jetzt ziehen Sie und holen Sie diese Vox vom Himmel. Treffen Sie genug, gibt's einen Preis. Der Kerl weiß, wie es geht. Seht euch diesen Burschen an. Diesen Burschen an. Noch ein Haar mehr. Noch ein Haar mehr. Gleich haben sie's. Weiter so. Wenn sie fertig sind, ist es aus mit den Box. Oh, erster Platz. Nice. Oh, ich wollte die Zigaretten haben. Entwickelt von Fink Industries für unsere Truppen. Jetzt verfügbar für alle Bürger Kolumbias. Aber wie viel Schnick und Schnack es hier eigentlich gibt, ne? Viel Liebe und Details eigentlich die Geschichte auch erzählt. Jedes ist ein bisschen oder ein Teil davon. Also ich finde es einfach geil. Hotdogs! Alexander Hotdogs! Boxer Formel! Hören Sie heute, was Sie gestern sagten! Sagen Sie etwas, Freund! Was ist ein Boxerphon? Was ist ein Boxerphon? Wie der Name sagt, ein Stimmenwiedergabegerät. Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstrationszeit. Vielleicht ist der Sünder und Heiliger in einem, bis ihn die Menschheit wieder erblickt. Popoli geht um. Wer gebietet ihr Einhalt? Hey, Sie, geschickt mit dem Gewehr? Hier haben wir einen Mutigen. Also, schießen Sie auf die Box, wenn Sie erscheinen. Treffen Sie genug, winkt ein Preis. Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzroy erwischen, lege ich noch was drauf. Oh, den Box schoss an die Knie vor Angst. Ein Meisterschuss. Sie haben
Bock schlottern die Knie vor Angst. Eine reife Leistung. Von hier hinten erwische ich nie, Alter. Eine großartige Leistung für einen Schatz. Ist der Platz. Juhu! Daisy Fitzroy getötet. Sie, Sir, werden reich belohnt. Solo auf den Skyline. Und da waren wir ja jetzt schon. Kleine Draufgängs. Euch diese Wunder zu bescheren. Ah, hier ist noch so eine. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Ja. Zieht euch rein in Shit. Keine Angst, ich weiß Rat. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus seinen fröhlichen Heiden befreit, wie ein Held und gewinnen sie. 375, verrückt. Oh, da ist einer. Ah, die Richtung sind wir jetzt richtig. War schon mal gesehen? Er wirkt zu traurig. Traurig? Wenn man so stark ist, wieso dann traurig sein? Mein Freund, hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Geben Sie her. Ein öffentliches Telefon Sie nicht mit Ihrer Liebsten mit verbunden? Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Jetzt haben wir so ein kleines Tutorial noch. Mit der Fähigkeit können wir Maschinen für kurze Zeit beherrschen. Verdammt, was war das? So, geht's gleich um die Maschine hier. Mann, der könnte den ganzen Stand hier umschmeißen. So viele? Tag, Seemann. Aus welchem Hafen kommst du denn? Herrscht da gerade Sturm? Ah, sieh an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie... Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Kopf. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Hier finden wir gleich noch einen Verkaufsautomat. Der lebenswichtig nachher ist für uns. Hier bietet er bis jetzt nur Gesundheit an und Salze. Salze brauchen wir für die Fähigkeiten. Der wirkt irgendwie desorientiert. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mary, du bist wieder mal unmöglich. Mein Vorbild? Nun, Lady Comstock natürlich. Hast du den gekriegt? Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ah, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox verprügeln. Könnten jetzt noch einige Stellen, die durch. Oh, komm, hier rum, weil ich noch. Madame Lutèce, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil Sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Was zum... So, ich würde jetzt aber auch sagen, das war's mit dem Video, weil ich möchte euch die Spannung und das
das alle nicht wegnehmen, wenn er wirklich mal sagt, okay, ich ziehe mir Bioshock ein. Tut's auf jeden Fall, ist mein Tipp. Ist jetzt nur der Part ein bisschen langweilig, es geht gleich aber so richtig los, kann ich euch verraten. Mal schauen, ob ich noch ein paar Videos mache zu Bioshock, ich weiß noch nicht, also ich finde das Spiel immer, wie gesagt, noch immer noch geil. Bedanke mich fürs Zuschauen, lasst ein Like, ein Abo da, denkt daran, Support ist kein Mord. Und wir sehen uns nächste Mal wieder auf jeden Fall bei irgendeinem geilen Spiel. Haut rein, ciao!